Einen wunderschönen, wunderschönen. Ich begrüße euch, ich kann es gar nicht glauben, dass ich das wirklich sage, zu einer ersten Episode auf diesem Kanal von Iggy Schluckt. Diejenigen, die meinen alten Kanal kennen, wissen, dass das früher Neotoxic Schluckt hieß und wo ich ja einfach nur Sachen verköstige, die ich rein zufällig gefunden habe oder die mir zugeschickt wurden und so weiter und so fort. Und ich habe eigentlich mir vorgenommen, na, das mache ich nicht mehr, ich will mich nicht mehr zum Vollidioten machen. Tja, ups, I did it again. Ich habe heute für euch Hulk Smash in der 750 Milliliter Dose. Das Teil gibt es zurzeit hier in Österreich bei Billa zu kaufen. Kostet 2,50 Euro und ja, soll. Was haben wir denn da? Der starke Mineraldrink mit wenig Kohlensäure, gemacht für den großen Durst. Es ist gut, weil ich habe noch immer einen Brand vom Wochenende, wo ich 2 Tage durch unterwegs war. Also vielleicht rettet mir das jetzt das Leben. Wir haben hier immer ein leeres Glas, nicht geputzt, aber hier in der Edelversion. Und ja, das wird jetzt dann gleich einmal befüllt. Aber zuvor natürlich, wie auch in den alten Folgen, zuerst den Geruchstest. Intensiver Grapefruit-Geruch. Ja, dann wollen wir mal. Oh ja, oh ja, ja. This looks like the rivers of Chernobyl. Oh, this is natural water. Würde Boris sagen. Ja, ein wunderschönes Färbelchen, nicht wahr? Sehr intensiver Grapefruit-Geruch. Und es wurden, glaube ich, ja. Smashed Citrus-Formula Lemon, Lime, Grapefruit. Also Zitrone, Limette und Grapefruit. Eigentlich alles Sachen, wo ich sagen kann, ja, als Getränk kann man das saufen. Aber ob man das wirklich saufen kann, schaue ich jetzt. Prost. Und da fährt der Zug vorbei. Ich glaube, ich spinne. Prost. Wenig Kohlensäure, stimmt. Angenehmer Zitrusgeschmack. Ja. Das Zeug kann man sich locker flockig runterhauen. Ist nicht zu penetrant süß. Hat einen angenehmen Geschmack, wenn man Zitrusfrüchte mag. Ja, ich kann mal schaffen. Ja, in diesem Sinne werde ich mir jetzt das jetzt geben und ich sage einmal für euch, bis die Tage.